Willkommen zu Kerbal Space Program. Ja, Kerbal Space Program. Es ist ein Indie-Game, was zurzeit auf Steam erhältlich ist, sogar im Early Access. Und naja, kommt gar nicht anders. Ich musste mir es jetzt endlich kaufen. Ich habe schon länger im Blick, muss ich mal so sagen. Und jetzt habe ich es endlich, in der Vollversion. Die Demo wurde mir zu langweilig. Jetzt das komplette Spiel. Puh. Ja, Kerbal Space Program, der Name ist Programm. Ein Space Program, also ein Raumfahrtprogramm. Wie zum Beispiel die großen Firmen, wie die NASA. Okay, die großen staatlichen. NASA, ESA, China mit ihrem CNSA. All sowas. Und ich habe schon mal einen Spielstand angefangen. Gespielt ist da wirklich nicht viel. 23 Minuten. Nichts Besonderes passiert in der Zeit. So, das ist der Bildschirm. Wir gehen mal in die Tracking Station. Man sieht, Kerbin, unser Planet. Hier mit einem Meteoriteneinschlag, so wie es aussieht. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Okay. hier ist unser Launchpad, wo wir unsere Flüge von starten. Dann haben wir hier einen Mond. Called Moon, also Moon genannt, nicht Called Moon. Nicht ins Englische verfallen. Dann haben wir noch Minmus. Bisschen weiter draußen, bisschen cooler. Naja. So, dann haben wir hier noch ein ganzes Sonnensystem, natürlich. Mit vielen Planeten. Wir haben Eve, wir haben Moho, wir haben Duna, das ist hier Kerbin. Wir haben Dres, wir haben Yol und wir haben Elo. Ganz weit außen. Und natürlich die Sonne in der Mitte. Naja. Duna ist so der Mars-ähnliche Planet. Gehen wir mal ein bisschen ran. Mit seinen großen Polkappen. Mit Ike als Mond. Und naja. Also in der Demo hat man nur Kerbin. Kerbin und den Mond. Mehr hat man da nicht. Paar weniger Teile. Aber damit kann man auch schon die ein oder andere Stunde sich beschäftigen. Wir werden jetzt unser kleines eigenes Raumfahrtprogramm machen. Wir starten mit den Anfängen. Jeder kennt ja sicherlich den Wettlauf ins All, im Kalten Krieg zwischen den Russen und den Amerikanern. Das erste war der Sputnik, ein Satellit. Und den wollen wir jetzt mal bauen. Einfach nur mal, um den ins All zu kriegen. Nehmen wir den hier. Also hier sieht man die ganzen Kommandopods. Die ersten drei sind so ein bisschen mehr so für die Space Planes, also die man hier baut. Das sind drei bemannte. Hier mit einem Crewmember, mit zwei und mit drei. Das heißt hier sogar Länder, also es sollte vielleicht gut sein zum Landen. Dann haben wir hier diese unbemannten verschiedene Sachen. Nehmen wir so ein. Mit Plus können wir ein bisschen ranzoomen. Man sollte dabei nicht Minus drücken, wenn man Plus sagt. Hier so ein Ding. Da passt so ein Teil ganz gut rein. So. Unsere erste Space Plane ist... Unsere erste Rakete ist fertig. Kann man dann auf Launch drücken? Hier ein bisschen ranzoomen. Das ist es. Ist ein bisschen reingerutscht in den Untergrund, aber ist egal. Das ist unsere... Überblick. Wenn ihr jetzt meint, sieht ja nicht so toll aus. Wenn man erstmal im Weltraum ist, sieht es ein bisschen schöner aus. Erstmal ein bisschen an Höhe gewonnen hat. So. Hier können wir ein bisschen die Zeit beschleunigen mit dem Ding hier oben und sehen unsere Missionszeit. So. In der Mitte sehen wir, wie hoch wir sind. Ich glaube, das ist, wie schnell wir steigen. Und die Atmosphäre, wie dick sie ist. Wir können Lichter anschalten. Wir können unsere... Wenn wir haben, unsere Räder oder Landebeine ausklappen und wir können bremsen. Erst hier unten ist der Navbar, also zum Navigieren. An der Seite die G-Forces. An der anderen Seite, wie viel Schub wir geben. Kann man mit Shift und Steuerung verändern. Man sollte aufpassen, dass man nicht so oft Shift hintereinander drückt, weil sonst Windows-Einrastfunktion, ja, ziemlich nervig.
Hier können wir noch mal unsere Ressourcen sehen. Unsere Electrical Charge, der langsam runtergeht. Okay. Ach, wir können sowieso nicht starten, weil wir gar keinen... Wir haben gar kein Benzin. Okay, das war eine doofe Idee. Aber gut zum Erklären. Hier sehen wir unsere Stages. Das sind nachher ein bisschen mehr ist hier zu sehen. Zum Separieren. Einfach, also man kann ja natürlich dann auch noch welche ransetzen. Um das hier ein bisschen zu ändern, ein bisschen zu verschieben. Geht jetzt natürlich nicht, weil wir nur eine haben. Aber na gut. So, hier können wir dann Staging nehmen. Docking. Um es ein bisschen genauer zu haben. Und die Orbit Map, die wir zugreifen können. Hier sehen wir, kleiner Satellit. Darauf können wir auch einfach mit M zugreifen als Hotkey. So. Hier können wir ein bisschen gucken. Control from here, rename vessel. Da können wir gucken, was wollen wir haben. Können wir dem noch einen Namen geben? Können wir eine Rover draus machen? Base, Debris, also Schrott. Ganz normal Schiff. Ein Länder oder eine Station. Nichts Besonderes. Man sieht, langsam wird Strom abgenutzt. Naja, so ist das eben. Bewegen können wir uns hier ganz einfach, wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten. Mit dem Mausrad ranzoomen. Und hier unten sehen wir dann eben so ein bisschen, wie wir lenken. Wenn wir mit D drücken, dann hops, au, ach, unser Ding hier so ein bisschen hin und her. Drehen wir den mal um. So. Wenn wir denn W ist denn sowas hier, S ist denn S will nicht gehen, weil wir jetzt total, ah, wir sind außer Strom. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Deshalb können wir uns jetzt nicht mehr bewegen. Naja. Wenn man Caps Lock drückt, werden die Controls etwas feiner, bisschen genauer. Naja, das war's dann eigentlich auch schon mit dem kleinen Schnelltutorial. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal neu anfangen. Wir möchten diese nehmen, weil das so ein bisschen aussieht wie Sputnik. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, wie machen wir das jetzt? Wir haben gerade gesehen, das Ding läuft der Strom aus. So, wir haben hier unsere Fuel Tanks. Ein paar große Booster, die dann gleich schon fertig sind. Einfach nur so ein Ding und los geht's. Aber das bringt uns jetzt nicht sehr viel. So, was haben wir denn hier? Wir haben Aerodynamik, Motility. Sowas könnten wir eigentlich mal ranbauen. Also so ein Storage-Container brauchen wir nicht. Das ist ja nur für ein paar Körbe. Wir könnten Batterien erstmal ranbauen. Das wäre schon mal was gut. Rechargeable Batterien oder so ein Ding. Sowas sieht sogar gut aus. Sind auch Batterien, bloß in einer anderen Form. Halten 500 Electric Charge. Klingt schon mal gut. So. Was bist du? War eine... Also war nicht geplant, Entwicklung. Ich habe mir das nicht durchgelesen, was es ist. Bauen wir einfach mal ran. Kann ja nicht schaden. Fallschirme. Solar Panels. Diese Teile sind für mich auch noch so ein bisschen neu. Wir haben hier ein paar Photovoltaikanlagen. Electrical Charge. 45 pro Minute. Ich glaube, damit kommen wir nicht aus. Was bist du denn? Landing Steward. Okay, dich brauchen wir nicht. Oh, geil, geil. Gigantische Solarpaneele. Die bauen wir mal hier ran. So. Machen wir mal so. Hier unten kann man so ein bisschen Symmetrie machen, damit man die gleichmäßig ranbauen kann, die Teile. Sehr zu empfehlen. Iron Pollution Engine. Was ganz Besonderes. Noch mal so ein Docking Port. So, was ist das Ding jetzt eigentlich hier? Gerade mal kurz durchlesen. Ach so, das ist ein Docking Port.
Für die Seite. Okay. Die können wir mal da dran lassen. Warum nicht? Kann ja nicht schaden. Xenon-Container. Der ist aber klein. Den lassen wir mal weg. Illuminator. Was macht denn ein Illuminator? Ach, das ist ein Licht. Oh mein Gott. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Naja, lassen wir das mal weg. So. Jetzt hätten wir gerne einen Stack-Decoupler. Wenn ich so einen finden würde. Nicht so ein Ding. Einfach ganz standardmäßigen Decoupler. Hier, Stack-Decoupler. Sieht man schon, hier ist was aufgetaucht. So. Sieht schon mal gut aus. So. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen was, was uns Power gibt da drin. Dann, das ist zu viel Power. Nehmen wir mal so ein Ding. Und machen wir es mal so. Erstmal einen kleinen. Dann so einen großen Tank da drunter. So. Und eine Engine. Nehmen wir mal die hier. Das müsste die größte sogar sein. Von den normalen. Ne, die ist noch ein bisschen größer. Okay. So. Sieht schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich auch ein bisschen was zur Kontrolle. Und zwar Winglets. Nehmen wir mal drei von denen. Bauen die so ran. So. Ich hoffe, das Ding schafft es in Orbit. Wie nennen wir das Ding denn mal? Unseren Satelliten. Wir sind jetzt Kerbals. Köpnik 1. An Erinnerung an Sputnik 1. So. Safen wir das Ding mal. Launchen es. Speichern ist nicht unbedingt erforderlich, aber für eine zweite Version schon mal ganz gut. So. Wir geben jetzt mal Schub. 100%. Das sieht man hier so schön. Ich bin mit der Maus mitgegangen. Und drücken Leertaste, um unsere Engines zu starten. Und ihr seht, wir starten. Ohne irgendwelche Probleme. Wir könnten jetzt auch mal F2 drücken. Das macht das Interface aus. Wenn man ein bisschen besseren Überblick hat. Für die Hardcore-Spieler als kleine Probe, sich das so zu schaffen. So, wir sehen schon, wir steigen ziemlich schnell. Deshalb gehen wir mal mit dem Thrust ein bisschen runter mit unserem Schub. So, denn wir sind hier noch in der dicken Schicht der Atmosphäre. Die behindert uns noch ein bisschen. So, wir haben kein SAS an dem Ding, oder? Uns ein bisschen stabilisieren könnte. Natürlich nicht. Das wäre ja auch klug gewesen. Also nicht für mich. So. Wir können noch ein bisschen runtergehen, weil wir immer noch sehr stark hochgehen in unserem Tempo. Wir müssen ja ein bisschen Benzin sparen hier. Wir sind auf Sparflamme laufen. Wir können uns schon mal ein bisschen... Ja, wir lehnen uns jetzt schon mal... Ja doch, wir können uns schon mal ein bisschen überlegen zur Seite. Ich habe sowieso schon alles durcheinander gebracht mit meinem... Körper. Machen wir das SAS aus. Kann man übrigens mit T machen. Oder mit R? Mit T. Mit T. Ich drücke einfach nur noch. Guck gar nicht mehr, was es ist. Okay, okay, okay. Wir drehen uns gerade ein bisschen. Halt uns da mal. So. Wir würden gerne in ein Orbit gehen. Nehmen wir uns nochmal ein Stück weiter rüber auf 45 Grad. Wenn wir das Ding da halten können. So. Gucken wir uns mal an. Wie sieht's aus? Wir haben hier schon unsere Apoapsis, die langsam steigt. Unseren höchsten Punkt unserer Flugbahn. Das Ding sollten wir so ungefähr auf 100.000 kriegen. Was wir nicht schaffen werden mit der Rakete. So, wir können hier noch unsere Solar Panels aufklappen. Extracten. Einfach nur, weil wir es können. Die richten sich auch immer automatisch zur Sonne aus. Da müssen wir uns eigentlich nicht drum kümmern. Nicht großartig. Können wir uns noch ganz
ganz Benzin weghauen. Nicht so richtig gerade funktioniert, da wir ein bisschen hin und her bewegen. Und ja, wir werden gleich in den nächsten paar Sekunden unser ganzes Benzin verlieren. Ohne hoch genug gekommen zu sein. So, das war's. Denn die kappeln wir mal und das wäre unser Satellit gewesen. Mit dem Dockingport. Den wir dann aufklappen könnten und dann hätte hier ein anderes Schiff sogar andocken können. Wäre schön gewesen eigentlich. Aber oh, so schlecht. Also für den ersten Versuch ist das gar nicht so schlecht gelaufen. Man sieht hier, wir haben einen schönen Bogen. Ja, der Bogen ist wirklich gut geworden. Und mit einer Apoapsis von 65.000 Metern. Wir beschleunigen jetzt einfach mal ein bisschen die Zeit. Mit Komma und Punkt geht das. Punkt schneller, Komma langsamer. Using warp effects can affect the structural stability of the vessel. Ja, weiß ich. Brauche ich nicht den Hinweis. Mal wieder zurück zu unserem kleinen Raumschiff. Das ist jetzt eine Mission, die kann eigentlich nur schief gehen, weil wir auch nicht uns irgendwie darauf vorbereitet haben, wieder zu landen. Wir nehmen mal die volle Zeitbeschleunigung. Man kann hier oben auch ändern, wenn man da reinklickt, aber meistens bietet sich Punkt und Komma doch mehr an. So, wir gehen jetzt hier auch langsam auch in den dunkleren Teil. Hier sieht man, ist nicht mehr ganz so gut in der Sonne. Aber immer noch direktes Sonnenlicht. Ja, kriegt auch noch gutes Licht. Sagen beide noch direktes Sonnenlicht. Naja, zumindest etwas. Unser Electric Charge ist auch immer noch gut vorhanden. Sieht man, ist voll. Und hier sieht man ein paar der Wiedereintrittseffekte. Unsere Solarpanels hat es weggefetzt. Jetzt wäre es total verpasst, diese Wiedereintrittseffekte in die Atmosphäre. So, das Ding wird jetzt erstmal schön auf dem Boden zerschellen. Bumm. Das war's. War nicht so geplant. So, wir beenden den Flug. So, hier sieht man, lief nicht so gut. Um es mal zusammenzufassen. Wir gehen mal zurück ins Vehicle Assembly Building. So. War ja eine gute Idee. Voila. Muss den ganz oben nehmen. War ja eine gute Idee. Das Ding hat uns ja auch schon ziemlich hoch gebracht. Was ist denn das für ein... Oh Gott, ist das Ding riesig. Lassen wir das mal. So. Okay. Ne, wir lassen das mal so, wie es gerade ist. Die haben mir nicht so ganz so gut gefallen. Die machen wir mal auf 4 lieber, weil das doch ein bisschen instabil war. Ich hoffe, das geht so besser. Ne, wir machen das anders. Ich habe mir gerade was überlegt. Wir machen nur 2. Und wir geben unserem Schiff ein bisschen mehr Power. Indem wir diese Stack-Koppler anbauen. So. Das ist wie das Ding hier oben. Bloß seitwärts gerichtet. Für, wenn ich sie finde unter all diesen Massen, für Booster. Nicht diese Booster, wir nehmen die kleinen. Die fügen wir jetzt einfach an. Sieht man, hier feiern sie. So, wir könnten den jetzt hier theoretisch runterziehen und den einen höher machen. Könnten wir machen, möchte ich aber nicht. Das wäre einfach nur, wir starten die Dinge, starten denn das Ding und wenn die leer sind, werfen wir die denn ab, während das Ding schon läuft. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte erst die Dinger loswerden und dann erst mein großes Ding starten. Das ist so ein bisschen so eine kleine extra Sachen, die man später perfektionieren kann. Die kriegen da noch... Nee, die kriegen... Okay, die sind zu groß.
irgendwas gutes Aerodynamisches noch draufgepackt. Ja, die sind die einzigsten guten. Okay. So. Du bist jetzt nicht mehr Kerbin 1, du bist Kerbin 2. Du bist ein bisschen... Eigentlich bist du gleich, aber... Naja. Ihr wisst, was ich meine. So. Wir geben wieder Schub. Wir schalten unsere SAS an. Und... Liftoff in 3, 2, 1, go! Einmal voll hochgehen. Wir sind jetzt schon von der Mitte abgekommen. Machen wir ein bisschen die besseren Controls rein. Um das Ding ein bisschen besser halten zu können in der Luft. Wir hätten ein Advanced SAS-System nehmen sollen, weil das ein bisschen stabiler ist und das kleine Scheißding, was wir dran haben. Ich glaube, wir haben nämlich nur das normale. So, die können wir abwerfen. Und können wir auf Power gehen. Nicht so viel. Dann haben wir das gleiche Problem wie vorhin. Dass wir nicht genug Schub nachher haben. Also nicht genug Benzin. Jetzt sind wir aber schon mal fast aus der ersten Atmosphärschicht raus. Wir verlieren aber ganz schön an Schub. Ein bisschen mehr gehen. Ja, wir waren noch ziemlich weit runter. Das Ding ist ein bisschen schwergängig in der Lenkung. Ich versuche mich mal wieder ein bisschen in die Mitte zu kriegen. Aber irgendwie will er nicht so ganz. So, wir lehnen uns jetzt mal ein bisschen rüber. So, weil mein SAS an ist, deshalb. Oh, falsche Richtung. Lehn dich mal rüber. Ah! Okay, dann lehn dich da rüber, wenn du nicht anders willst. So ein bisschen auf 45 Grad sollte man kommen. Wir gehen ja total gegen die Erdrotation. Ich würde mal sagen, ist nicht so gut gelaufen. Wow. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Geht wieder in... Irgendwie läuft das gerade nicht so. Irgendwie habe ich es gerade nicht so mit Raketen bauen. Das kann gar nicht mehr gut gehen. Ich hau jetzt einfach volle Power rein und guck, was passiert. Weißt du was? Hier, wir gehen auf vollen Time Boost und schauen einfach mal, was passiert. Dreht sich wieder richtig rum kurzzeitig und verliert vollkommen die Kontrolle. Ja. So kann's laufen. So, können wir nochmal das Ding abwerfen. Vielleicht überlebt das sogar unsere Kapsel. Nee, überlebt sie nicht, wir sind viel zu schnell. Naja, egal. Wieder ein paar tausend Euro verloren. Okay. Ich habe gar kein SAS-Modul hier dran. Das könnte ein Problem gewesen sein. So, Advanced SAS. Das wird uns ein bisschen auf Kurs halten. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich habe es gar nicht umbenannt. Alles egal. Das war nur kleine Justierung. SAS an. Jetzt sollte es auch funktionieren. Und Liftoff in 3, 2, 1. Und go! Wir lassen uns jetzt mal wieder hochschießen mit den Dingern. So weit wie es geht, möglichst. Ja, ist ja klar, so weit wie es geht. So. Das Ding sieht ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Wir müssen das bloß mal ein bisschen ins All kriegen. Auf ein Orbit. Damit wir unseren ersten Satelliten haben, als Navigation für die nächsten Flüge. Können wir wieder ein bisschen runtergehen mit dem Schub, damit wir jetzt ziemlich hoch sind, durch unseren ersten Ansatz. Ein bisschen mehr. So. Wir fliegen jetzt langsam nach oben.
Okay, langsam, 160 Meter pro Sekunde, aber ist egal. So. 10.000 Meter, wir sind fast aus der ersten Atmosphärschicht raus. Deshalb lehnen wir uns jetzt ein bisschen rüber. Wir gehen gleich mal auf einen 45 Grad Radius, da unser Schiff ja nicht sehr schwer ist, aber auch nicht sehr gut zu manövrieren. Wie ich gerade feststelle, da bewegt sich nicht sehr viel. So. Bitte da einmal halten. Geben wir ein bisschen mehr Power. Schauen uns das mal auf der Map an. Wir sehen hier, unsere Erwerbsis steigt. Machen wir unseren Bildschirm unten auf, damit wir auch von hier ein bisschen steuern können. Jetzt mal gucken, wie sieht es fuelmäßig aus. Gut. Wir haben einen sehr großen Bonus, deshalb haben wir mal nicht so viel Strom, viel Energie raus. Wir lehnen uns dafür mal ein bisschen weiter rüber. Da wir fast aus der Atmosphäre raus sind, sollte das gehen. So, dafür steigen wir jetzt nicht mehr so schnell. Vielleicht gehen wir doch mal ein kleines bisschen wieder zurück. Einfach nur ein bisschen schneller hochzukommen. Lang und weit ist er eigentlich gut. Sieht's ressourcenmäßig aus. Alles gut. Electric Charge haben wir noch genug. Oxidizer haben wir auch. Alles gut. So. Sieht man, wir steigen. Wir steigen gut. So. Wie sieht's fuelmäßig aus? Ah, ich würde sagen, das geht gerade so noch klar. Das sollte reichen. Wir beschleunigen unseren Flug mal ein bisschen. Bis wir hier etwa einen Bogen von 1 Kilometer haben. Und Engines aus. So. Jetzt hätten wir hier gerne ein Manöver. Einfach, wenn man hier auf der Bahn ist und ein Punkt erscheint, einen Rechtsklick, statt man dieses Menü. Hier kann man jetzt ein bisschen sein Orb machen. Den machen wir jetzt einfach mal schnell. Ich will das jetzt nicht alles erklären wie im Tutorial, wir machen einfach mal erstmal machen. 200, nein, sind 109 nur. Ich hätte gern so einen Orbit von 250. Ja, das ist gut. An der anderen Seite können wir den Punkt dann ein bisschen korrigieren. Auf jeden Fall ist das erstmal, was wir wollen. So, jetzt sehen wir hier unten, sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Wir sehen, wir sind Note in T-minus 1 minute 56 seconds und estimated burn 14 Sekunden. Was bedeutet das? Also, wir kommen bei unserem Punkt in 1 Minute 42 an und wir müssen unsere Engines, unsere Rakete auf 100% laufen lassen für 14 Sekunden, um die 757,5 Meter pro Sekunde zu schaffen. Das ist eigentlich alles. Man sollte noch beachten, dass man sich unten auf dem Navball ganz langsam aber sicher bewegt er sich bei diesem blauen Ding befindet. Das ist nämlich der Punkt, wo man den Burn hat. Also das Manöver, in welche Richtung man das ausführen muss. Oh, wir haben ein bisschen überschossen. Wir haben ein bisschen weit sind wir drüber. Oh Gott. Geh zurück. Gucken wir uns das mal im Staging-Modus an, wie wir uns hier ein bisschen rumkämpfen. Diesen Burn können wir eigentlich auch komplett hier drin ausführen. Ist überhaupt kein Problem. Na, kriegst du den hier rein? SAS? Ich glaube, das SAS ist dafür nicht gerade die beste, weil wir machen das mal ein bisschen manuell. Wir haben noch... Oh, wir haben kaum noch Zeit dafür. Ja, wir können ihn noch ein bisschen später haben, den Burn. Das ist gar kein Problem. Wir sollten so bei 7 Sekunden spätestens anfangen. Okay, wir kriegen es noch hin. So. Volle Power für mehrere Sekunden. Mit X kann man die Engine ganz schnell wieder ausmachen und die Zahl sollte möglichst klein werden. So. Mal schauen, wie gut sind wir denn jetzt gekommen.
Wir haben es nicht ganz getroffen. Das löschen wir mal schnell. Wir sind jetzt 344 gekommen. Okay, wir wollten 250. Dann haben wir 100 noch was. Aber ist gar nicht schlimm, dann machen wir eben einen Orbit von 344. So. Jetzt hätten wir den auf der anderen Seite ein bisschen größer. So bei 344. Müssen wir so ein bisschen erweitern. Oh, jetzt ist der da auch ein bisschen hochgegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. 342, ja, 342, 347 ist für den Anfang schon mal ein ziemlich guter Wert. Ich glaube, so kann man nur den Winkel verändern, oder? Nee, ich glaube, so kann man auch so ein bisschen da was dran. Wir machen das einfach nochmal. Wir machen das nochmal neu. Ein neues Manöver. So. Da ein bisschen mehr Power geben. 300. Mir ganz gerne 333, 361. Das sollte für den Anfang erstmal reichen. Da werden... Wie viel Benzin haben wir da noch übrig? Oh, fast gar keinen mehr. Gar keinen. Fast gar nichts mehr. Wir müssen nur einen 2-Sekunden-Burn machen. Also, den sollten wir noch gerade so hinkriegen. Wir bringen uns schon mal in Position. Eigentlich müsste das Ding hier irgendwo in der Nähe sein. Nicht so weit weg. Ja, hätten wir jetzt diese anderen RCS-Dinger, wäre das ein bisschen einfacher. Eigentlich müssten wir hier mitten auf dem Ding bleiben können. Theoretisch. Und unser Navigationsding würde denn irgendwann kommen. Ach, geh darüber. Komm. Das sind ein paar Millimeter. Und gegenlenken und... Ah, SAS, komm, schaffst du es. Perfekt. Wir arbeiten uns jetzt mal ein bisschen dichter zu unserem Burn hin. Bis wir soweit sind. Vielleicht sehen wir auch mal unseren blauen Punkt bis dahin kommen. Der ist jetzt bestimmt nur anders ausgerichtet, weil wir noch ein bisschen weiter davon weg sind. Schauen wir uns das mal im Orbit an. Ja, wir haben hier noch eine kleine Strecke zurückzulegen, also da werden wir noch nicht viel davon sehen. Wir gehen mal auf einen 50er Time Warp, gleich auf 100 gehen. Und jetzt können wir mal so langsam runtergehen. Das ist zwar ziemlich früh, aber ihr habt ja gesehen, unser Gefährt lässt sich ein bisschen schwer steuern. Ein bisschen sehr schwer. Weshalb ich das mit ein bisschen früher gerne starten würde. Es ist aus. Und ein bisschen hier rüber schwingen. Wir müssen nämlich auf die andere Seite. So. Da sieht man jetzt auch, das blaue Ding ist jetzt mittlerweile da. Sieht ein bisschen Zeit gelassen. Lenk schon gegen, ich lenke schon gegen. Bitte SAS einmal da halten. Korrigier du dich mal selbst. Das solltest du hinkriegen. So. Geh langsam zurück. Und wir wollen genau in den grünen Kreis jetzt erstmal. Weil da der blaue auch gleich hinkommt. SS ist keine Option, weil das geht bis zu dem Punkt und lenkt dann erst in die andere Richtung. Und lenkt nicht ein bisschen dagegen. Was die Sache ein bisschen schwerer macht. So. Selbst kann man das ein bisschen besser arretieren. So. Ist ein bisschen schwer zu steuern. Da wird es auch nicht mehr so einen Luftdruck hier oben haben. In der Höhe. Damit, dass diese Wings uns gut steuern können. So. Zeitmäßig sieht alles sehr gut aus. Starten wir mal bei 10 Sekunden. Unserem Burn.
sollte denn ziemlich sicher sein. Starten wir einfach mal. Wir brauchen ihn gar nicht so hochziehen eigentlich. Und da sind wir out of Benzin. Deshalb können wir jetzt das Ding jetzt einfach mal loswerden. Das segelt das weg. Und mal schauen, was haben wir denn hier für ein Orbit? 347 und 350. Okay. Das ist zwar eine ganz schöne Abweichung, aber... Was sollen wir machen? Geht gerade nicht anders. Wir haben unseren Satelliten. Körpnik 2. So, jetzt können wir noch die Panels ausklappen. Einmal bitte ausklappen, die beiden Dinger. Die richten sich jetzt erstmal zur Sonne aus. Man sieht, Electric Charge geht wieder hoch. Und ja. Da sieht man noch die Trümmerteile rumfliegen. Also die, das, was wir abgeschmissen haben. Unseren alten Fuel Tank. Ja. Wir haben unseren ersten Satelliten in einer Umlaufbahn um den Planeten Körben. Der sogar gar nicht mal so schlecht aussieht. Ziemlich einfach, aber reicht ja. Und wir könnten sogar einen anderen... Oh, geht ein bisschen da durch, aber sieht man nicht. Wir könnten sogar hier etwas ran andocken lassen. Also, das könnte schon mal der Anfang einer Space Station sein. Würde auch gehen, weil wir es umbenennen könnten. Eine Station, aber wollen wir ja nicht. Wir müssen nur noch etwas machen für Schönheitszwecke. Punkt 2. Da wir eine kleine Änderung vorgenommen haben. Das war's. So, jetzt gehen wir zurück. Wir wollen eigentlich ins Space Center. Könntest du mir das bitte erlauben? Ich möchte den gerne hier lassen. Endflight will ich nicht machen. Doofes Spiel. Ich will das Ding hier lassen. Ich möchte eigentlich ins Space Center. Willst du mich nicht lassen? Finde ich jetzt aber nicht nett. Denn wenn ich das mache, dann bin ich ja hier raus. Das möchte ich ja gar nicht. Das soll ja hier weiterfliegen. Das Spiel verarscht mich gerade. Wieso kann ich das denn jetzt nicht gerade verlassen? Will ich das in Chip machen? Will ich auch nicht ins Space Center. Das ist jetzt verrückt. Was soll denn das? So, wir fliegen eigentlich um die Erde, aber wir können nicht beenden. Fokus Körben. Kann trotzdem nicht rausgehen. Verrückt. Naja. Ich guck mal, was man dagegen tun kann und wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.